Herzlich willkommen zu Wann war das noch? Durch die Jahre mit Achtung Weltpremiere, Joey und Angelo Kelly. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir suchen nach einem ganz besonderen Jahr aus 6 Jahrzehnten. Verzeihung. 12 Monate, begleitet von schöner Musik. I say hey. What's going on? 365 Tage politische Umwälzungen. Damit ist unser neuer Vorsitzender Rudolf Scharping. Herzlichen Glückwunsch. Allerdings nicht immer mit einem Happy End. I did not have sexual relations with that woman. In diesem Jahr wird ein Tunnel fertig. Der letzte Kaiser der Welt besucht Bielefeld und die Post präsentiert Horrorzahlen. Unterstützt werden die Kellys von Außenreporterin Meltem Kaptan. Sie taucht tief ein im Schokoladenbrunnen. Ja, ihr müsst nur zugreifen. Ja. Und schlägt an historischer Stätte eine knallharte Vorhand nach der anderen. So. Nun bleibt nur noch eine Frage. Wann war das noch? One, two, three. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Was für ein Song, was für ein Jahr. Absolut traumhaft. Sorgenfrei wie ein sonnigen Sonntagmorgen. Herzlich willkommen zu Wann war das nochmal? Sie kennen es, man hört alte Lieder, sieht alte Bilder und dann fragt man sich, war das das Jahr davor oder nach dem großen Durchbruchshit der Kelly Family? Seit wann haben wir Hits geschrieben, Angelo? Ja, Joey, du warst vielleicht nicht dabei, oder? Nee, du warst die Bühnendeko. Angelo, wenn du damit jetzt anfängst schon, beim Anfang der Sendung, dann kannst du dir anderen von den Kellys aussuchen. Wen denn? Ich gebe dir mal ein Beispiel, zum Beispiel die Kathi oder Maite oder den Paddy. Nee, bleibst du hier. Ist okay, also, ist okay. Bitte. Und keine Sorge, die Sendung, es dreht sich nicht nur um die Kelly Family. Es geht hier eigentlich um ein bestimmtes Jahr. Sie können mitraten und dann haben Sie den Sinn der Sendung erfasst. Raten bitte, aber nicht mit Google. Ne? Sie sind alle intelligente, hübsche, tolle Menschen. Wir Kellys haben früher auch nicht gegoogelt. Zum Beispiel die Geschichte mit den Einkaufswagen. Früher war es so, man ist damit einkaufen gegangen, hat alles vollgepackt, dann zum Auto gebracht, alles rein und dann ist man eingestiegen und ist einfach weggefahren. Und was war dann mit den Einkaufswagen? Der stehen geblieben einfach, bis jemand eine geniale Idee hatte. Und zwar folgende. Ab sofort gibt es den Einkaufswagen nur noch gegen eine Mark Pfand. Super. Das Problem, wer hat schon immer eine Mark passend zur Hand? Aber da hat wieder einer eine super Idee. Statt einer Mark wird einfach ein Plastikchip in den Schlitz geschoben. Toll. Noch toller, der Mann mit der Wahnsinnsidee ist ein angeheirateter Vetter des Bundeswirtschaftsministers und Vizekanzlers Jürgen Möllermann. Klar, dass letzterer den Vetternchip sofort zum Kauf empfiehlt. Schließlich ist ein Ministerwort echten Pfand, Pfund. Obwohl, eigentlich war ja alles ganz anders. Hier ist von einem Mitarbeiter unzulässigerweise ein Blankoschreiben genutzt worden oder Blankobögen genutzt worden. Das hinterlasse ich immer, wenn ich im Ausland oder im Inland unterwegs bin, für dringliche Fälle. Der Mann hat wahrscheinlich den Leuten von dieser Firma einen Gefallen tun wollen. Das ist bedauerlich. Ich kann es nur missbilligen. Kurz darauf setzt sich der Minister dann für den Wunderheiler Heinz-Rolf Drewermann ein. Er bittet den Warendorfer Oberkreisdirektor, den spirituellen Herrn, doch bitte nicht mehr zu belästigen. Der Oberkreisdirektor von Warendorf, Dr. Wolfgang Kirsch, wird darum gebeten, den Wunderheiler Heinz-Rolf Drewermann doch weiterhin seine Heilkunst ausüben zu lassen. Und so wörtlich, die nach dem Heilpraktikergesetz vorgeschriebene Prüfung im Falle von Herrn Drewermann nur in eingeschränktem Umfang vorzunehmen. Daraufhin wird dem Minister empfohlen, doch bitte zurückzutreten, was er im Januar unseres Jahres auch tut. Wahnsinn! Für so eine Kleinigkeit hat früher ein Spitzenpolitiker seinen Posten verlassen müssen. Heute wäre das undenkbar. Daran sieht man, was für ein besonderes Jahr das war.
Da gibt es zum Beispiel den supersüßen Vogel des Jahres, den Flussregenpfeifer. Der heißt so, weil er gerne auf Kiesstränden an Flüssen pfeift. Und so hört es sich an, wenn der Vogel des Jahres ein Weibchen bezirzt. Und wenn Sie jetzt sagen, Flussregenpfeifer, habe ich ja noch nie gehört, dann hat das einen guten Grund. Der Vogel besiedelt nur weitläufige Kiesstrände, von denen es bei uns im Westen nicht mehr viele gibt. Biostation Minden-Lübbecke, Mitte März dieses Jahres. Bevor Fluppi, wie die Vogelkundler den Flussregenpfeifer liebevoll nennen, aus seinem Winterquartier zurückkommt, wollen sie im Naturschutzgebiet Häverner Marsch die Ersatzbrutplätze vorbereiten. Drei Eimer Kies für Fluppi heißt das Motto, unter dem Vogelschützer in der Bundesrepublik versuchen, die eigentlich so anspruchsvollen Vögel zu retten. Die kleinen Steinchen sind ideal. Denn mit seinem kiesfarbenen Gefieder ist der kleine Piepmatz recht gut getarnt. Noch besser getarnt sind die Eier des Flussregenpfeifers. Sie sehen aus wie schick gesprenkelte Kieselsteine. Das hat Vor- und Nachteile. Zwar können Fressfeinde das Nest kaum erkennen, Spaziergänger und Mountainbiker allerdings auch nicht. Jedes Jahr werden mehrere der perfekt an die Umgebung angepassten Eier von Spaziergängern zertreten oder von Crossfahrern plattgefahren. Was der Population des Flussregenpfeifers nicht besonders gut getan hat. Genau deshalb ist er Vogel des Jahres geworden. Und in unserem gesuchten Jahr gab es für ihn die Drei-Eimer-Kies-Aktion. Der Baum des Jahres ist der Speierling. Ah, Speierling ist der Baum des Jahres. Und warum? Keine Ahnung. In unserem Jahr jedenfalls wird eine Lokalzeitkollegin aus Siegen beauftragt, einen Bericht zum Baum des Jahres zu machen. Sie erleben jetzt hautnah journalistische Recherche in vor Google-Zeiten. Ja, guten Tag, hier ist der WDR, ist dort das staatliche Forstamt. Haben Sie einen Speierling? Gibt es welche in Südwestfalen? Verdammt. Sie haben einen? Prima. Die Telefonakquise ist erfolgreich. Es gibt einen Speierling. Allerdings, für einen Baum des Jahres ist das Gewächs eher mickrig. Wie groß ist er jetzt? 2,60 Meter ungefähr. Und wie alt? 5 bis 6 Jahre. Also ein Baumkind. Einen erwachsenen Speierling findet die Reporterin dann im Botanischen Garten in Dortmund. 20 Meter ist unser Baum des Jahres hoch und trägt Früchte, die aussehen wie überteuerte Bio-Äpfel. Und wie Jahrzehnte später, Jenke von Dingenskirchen, startet die Kollegin einen Selbstversuch. Boah, ist das ekelhaft. Das wurde doch nicht gesendet, oder? Nein, Güte. Und jetzt wird auch klar, warum der Speierling Speierling heißt. Was fehlt noch eigentlich? Das Wildtier des gesuchten Jahres. Es ist ein Säbelzahntiger, Höhlenpanda, Höhlenlöwe, Luchs und Wildkatze. Entschuldigung, was war das gerade? Können Sie das bitte noch mal wiederholen? Säbelzahntiger, Höhlenpanda, Höhlenlöwe, Luchs und Wildkatze. Okay, wir nehmen die Wildkatze. Und dann natürlich das Motto des Jahres. Es war das internationale Jahr der indigenen Völker. Das sind die Völker, die von Weißen verdrängt worden, massakriert, im besten Fall in Reservaten, gesperrt worden. Ein Beispiel in Navajos in the USA. Noch heute verlassen viele Indigene ihre Stammesgebiete. Sie siedeln in der Nähe der Dörfer der Bleichgesichter, zum Beispiel im mecklenburg-vorpommerischen Linstow. Zufällig protestieren hier gerade ein paar Saloon-Damen gegen den Bau der modernen Eisenbahn, die von Ost nach West die ganze Prärie durchschneiden soll.
abseits des Westerndorfes pflegen Schwarzer Falke und seine Squaw Tibby Wars traditionelle indigene Bräuche. Natürlich ist es nicht einfach, sich unter Weißen seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Dabei hat Wolfgang Schwarzer Falke noch Glück. Er kann von dem leben, was ihm als Indigener in die Wiege gelegt worden ist. Ja, mir hat es immer schon Spaß gemacht, Sachen zu machen, die nicht jeder macht. Wenn es mal nicht reicht, um satt zu werden, dann bereitet Schwarzer Falke einfach typisch indigenen Sauerbraten zu. Mmh, lecker. Boah, was für ein Blödsinn. Dann machen wir doch lieber musikalisch weiter. One, two, three, four. I got this feeling, somebody's watching me. Ja, musikalisch war das eigentlich ein spannendes Jahr, aber es wurde auch teils geklaut. Wie dieses Lied zum Beispiel, der auch Nummer 1 geworden ist. Im März. Somebody Dance With Me ist der Startschuss für die unglaubliche Karriere des Schweizer Bewegungstalents Peter René Baumann alias DJ Bobo. Er stürmt sämtliche europäischen Hitparaden und kriegt bald darauf Riesenärger. Der Refrain erinnert nämlich stark an den Song Somebody's Watching Me des US-Sängers Rockwell. Im Grunde genommen ist es eine 1:1-Kopie. Nicht schön, aber mit Geld lässt sich alles regeln. Und Peter René Baumann tanzt und singt noch heute so schön wie damals im Frühjahr unseres gesuchten Jahres. Aber bevor das passiert, noch ein anderes Thema. Es geht um Familienzusammenführung. Und zwar am 13. Januar des Jahres. Ah, es geht um eine Liebesgeschichte. Ja, jo, so könnte man es auch sehen. Es waren einmal eine Margot und ein Erich. Die waren glücklich und zufrieden und liebten einander sehr. Der Erich war ein berühmter Mann. Er herrschte über ein ganzes Volk. Das durfte ihm zujubeln und dabei tausende bunte Fahnen schwenken. Es lebe unsere deutsche Demokratische Republik! Sie lebe! Hoch, hoch, hoch. Ja, viele Menschen liebten ihn. Zu Recht. Schließlich hatte das Volk vor Erich weder Rotkäppchen-Sekt noch ein eigenes Land. Erich war nicht alleine. Viele andere, meist etwas ältere Herren, halfen ihm bei seinen schweren Aufgaben. Wir schworen mit ganzer Kraft, ein neues Deutschland mit aufzubauen. Und in der Deutschen Demokratischen Republik hat unser Volk seine wahre Heimstatt gefunden. Genau. Außerdem war Erich ein ganz toller Jäger, der alles wegballerte, was ihm vor die Flinte kam. Ein dreifaches Heudo! 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 Die Staatsjagd ist beendet. Über seine beeindruckenden Jagderfolge freuten sich seine Untertanen fast noch mehr als Erich selbst. Alles war gut, bis verweichlichte Kapitalisten zerstörten, was Erich geschaffen hat. Schlimmer noch, sie sperrten ihn in einen Kerker, wo er auf ewig vergammeln sollte. Tat er aber nicht. In unserem gesuchten Jahr, genauer am 13. Januar, entkam Erich dem Kerker. Er flog zu seiner geliebten Margot ins ferne Chile, wo wieder Fahnen geschwenkt wurden. Hier genoss Erich seine Rente, las kapitalistische Zeitungen, schaute dekadente Cartoons und ließ sich von Margot verwöhnen. Ja, Margot war eine treue Seele. Sie stellte sich im Kampf sogar vor ihn und verjagte böswillige Journalisten mit ihrem Laserschlauch. Wer sind Sie denn? Wie kommen Sie denn hierher? Bitte?
Ja, wir haben es anders versucht, aber würden Sie uns ein Interview geben, Frau Honecker? Nein. Ach, ist das eine schöne Geschichte, nicht wahr? Und nun ein paar Tipps zu unserem Jahr. Kanzler des Jahres war Helmut Kohl. Das macht das Rad natürlich viel einfacher. Bleiben jetzt nur noch 16 Jahre zur Auswahl. Auto des Jahres, der japanische Knutkugel. Mit einem Verbrauch von nur 6 Liter auf 100 Kilometer gefahrene Distanz. Mit einem Benzinpreis von nur 1,47 D. Es gab aber auch billiger durch Benzinklau. Das war übrigens das Trendverbrechen dieses Jahres. So, die Zahlen gehen dann bitte eben rein. Ja klar, geht in Ordnung. Tschüss. Ha, nix geht in Ordnung. Der Dieb, Kameraassistent aus Münster, haut ab. Wenn die Polizei kommt, behauptet er einfach, das Ganze sei ein Dreh für die Lokalzeit. Tatsächlich sind die Benzinpreise Anfang des Jahres exorbitant gestiegen, sodass Benzinklau manch Tankstellenpächter existenziell bedroht. Mehr noch als die aktuelle Hemdenmode. So, und nun zu den technischen Errungenschaften unseres Jahres, wie zum Beispiel den Anrufbeantworter. Angelo, den gab es doch viel, viel, viel früher. Da kann ich mich gut dran erinnern. Hallo Joey, hier ist Angelo. Hör mal, ich habe ein Lied gesungen, ein neues Lied. Das geht so. Sometimes I wish I were an angel. Gott, oh Gott, ich habe vergessen, das abzuhören. Das ist ja schlimm. Sowas kauft doch keiner. Nee, auf gar keinen Fall. Aber es gab tatsächlich in unserem Jahr eine neue Entwicklung in Sachen Anrufbeantworter. Anrufbeantworter sind nicht erst in unserem Jahr voll hip. Dabei haben die Geräte auch Nachteile. Der erste, man muss draufsprechen. Was viele Menschen mindestens so hassen, wie das Lösen von Rechenaufgaben vorne an der Tafel. Völlig unpersönlich. Wenn man da keine Lust hat, dran zu gehen an ein Telefon, lässt man einfach sausen, gell? Ich mag das nicht, auf diesen automatischen Dingern zu sprechen. Das ist so unpersönlich. Ich fühle mich furchtbar gehemmt, wenn ein Anrufbeantworter sich einschaltet und muss sagen, furchtbar. So, dann wollen wir mal. Zweiter Nachteil. Man muss eine Abwesenheitsansage auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Und das gelingt mal mehr, mal weniger originell. Hallo, hier sind die Königs. Karl, Sandra und Marleen, wir lieben gute Botschaften. Nach dem Piepston kann es losgehen. Tatsächlich glauben immer mehr Menschen, ihre Anrufer mit besonders lustigen Ansagen unterhalten zu müssen. Bei privaten Schmerzen sprechen Sie nach dem Signalton. Goodie, goodie. Redet schon, kostet ja euer Geld. In unserem Jahr entwickeln dann findige Menschen eine neue Geschäftsidee. Ansagen von echten Stimmenimitatoren. Sag schon, hier spricht der ehemalige Gesundheitsminister. Ich komme gerade vom Zahnarzt, er hat sie alle gezogen. Wenn Sie einen preiswerten Zahnersatz für mich haben, dann hinterlassen Sie Ihren Namen auf Band. Danke. Klar ist, die professionellen Anrufbeantwortersprüche haben dem deutschen Humor nicht gut getan. Hier spricht der Telefonseelsorger aus Rom. Unser Beichtstuhl ist gerade nicht besetzt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, Ihre Sünden auf Bahn zu hinterlassen. Widerstehen Sie der Versuchung aufzulegen und beginnen Sie die Beichte mit 20 Ave Maria. Und dann, ebenfalls in unserem Jahr, eskaliert die Kommunikationssucht. Mit dem Bildtelefon schaut man dem Ganzen auch noch mitten ins nackte Gesicht. Frau Pau, wir möchten Ihnen gerne die Veränderungen zeigen, die wir an Ihrem Objekt vorgenommen haben. Glücklicherweise hat sich diese perfide Technik, also das Bild-zu-Bild-Telefon, nicht durchgesetzt. Ja. Get back to you. Jetzt wird es mystisch. Ach was, jetzt wird es spooky. In unserem Jahr wird eine der größten Geheimnisse Deutschlands aufgedeckt bzw. entdeckt. Dieter Bohlen kann nicht singen. Was? Und DJ Bobo kann auch nicht tanzen.
Nein, Joey, viel schlimmer. Und zwar stellen wir fest, dass man uns jahrzehntelang belogen hat, dass etwas existiert, was eigentlich nicht existiert. Bielefeld. Was? Was ist Bielefeld? Genau das ist die Frage. Was ist das? Und vor allen Dingen viel wichtiger, wo ist das? Niemand weiß es. Es gibt eine Erklärung zu das Phänomen Bielefeld. Manche Menschen glauben, das ist das Tor zu Atlantis. Oder die Aliens sind doch gelandet und verbergen ihre Raumschiffe als Universität. Wir werden die Sache auf jeden Fall nachgehen. Wir lassen da nicht locker. Nein, wir haben extra unsere super Reporterin Melton Kaptan dahingeschickt, zu checken an diesen mysteriösen Ort. Hallo Melton, kannst du uns sagen, wo du dich momentan befindest? Hallo Angelo, hallo Joey. Klar kann ich das. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich befinde mich gerade auf der Alm. Auf der Alm? Im Fußballstadion? Das ist doch kein Stadion. Ja, richtig. Habe ich auch gedacht. Sieht so etwa ein Stadion aus, wo angeblich 26.000 Leute reinpassen? Also, und warum heißt das Ganze Alm? Ich meine, Fußballstadion heißt noch Rhein-Energie-Stadion oder Signal-Iduna-Park, aber doch nicht Alm. Und wenn ein Stadion so heißt, dann doch wohl eher in Bayern. Also alles irgendwie mysteriös hier. Aber wie hat das Ganze eigentlich angefangen? Dafür musste ich ganz tief im Archiv kramen, bis zurück zu unserem gesuchten Jahr. Das soll Bielefeld sein. Zumindest galt das bis ins Jahr 1900, piep, als Fakt. Dann aber traf auf einer Party in Kiel ein Gast ein, der angab, aus eben jenem Bielefeld zu kommen. Die Anwesenden wunderten sich. Keiner von ihnen hatte diesen Ort jemals gesehen, geschweige denn betreten. Ein Jahr später veröffentlichte der offenbar gelangweilte Student Achim Held seine Bielefeld-Skepsis auf einer Internetseite. Seitdem versuchen weltweit Menschen, das Phänomen zu ergründen. Was auffällt? Auf den Autobahnen gibt es zwar haufenweise Schilder, Bielefelder Kreuz, Bielefeld Senne oder ähnliches, aber zu sehen ist nichts, außer Bäume und Wiesen. Häuser, geschweige denn eine ganze Stadt? Fehlanzeige. Trotzdem versuchen vorgebliche Bielefelder immer wieder ihre Existenz zu beweisen. Sie laden sogar Prominente als Zeugen Bielefelds in ihre sogenannte Kunsthalle ein. Aber auch die sind auffällig orientierungslos, wenn es um die Lage der Stadt geht. It's between the sky and my head. Es ist zwischen dem Himmel und meinem Kopf. Aha, einzige logische Konsequenz, Bielefeld existiert nicht. So ist es. Und noch viel perfider. Vor 2 Jahren haben angebliche Bielefelder ein Preisgeld in Höhe von 1 Million Euro ausgelobt für diejenigen, die beweisen können, dass es Bielefeld nicht gibt. Das ist typisch außerirdisch. Wie soll man beweisen, dass es etwas nicht gibt, was es nicht gibt? Stimmt, das ist ja unmöglich. Und was ist mit dem Raumschiff von den Aliens? Diese Universität? Ha! Universität! Dass ich nicht lache! Sieht so etwa eine Universität aus? Wohl kaum. Also ich werde mich jetzt weiter umschauen und melde mich bei euch mit neuen Beweisen. Danke, liebe Melton. Wir bleiben gespannt. Sag mal, Joy, waren wir als Kelly Family in dem Jahr in diesem sogenannten Bielefeld? Waren sie. Es gibt sogar Zeugen dafür. Köln. Einige Zeit nach unserem gesuchten Jahr. Inzwischen wohnen die Kellys auf einem Schiff im Kölner Hafen. Draußen am Zaun stapeln sich die Teenies. Von Angelo und Joey keine Spur. Eine Investigativreporterin vom WDR befragt Anwesende zum Verhalten der Kellys. Früher konnten wir immer da rein. Da waren die noch nicht so berühmt. Da saßen wir immer davor und dann kamen die raus, haben sich mit einem unterhalten. Aber jetzt ist das nicht mehr. Und dann passiert es. Eine ältere Dame redet, ohne rot zu werden, von der geheimnisvollen Stadt. Könnt ihr einmal mal kommen und schauen, meinte ich. Kommen aber gar nicht. Nee. Die drücken sich die Nasen kaputt, die Mädchen, und keiner kommt mal. Ja, das ist so. In Bielefeld war auch das so. Angeblich im April waren wir in so eine Stadt, die auch Bielefeld hieß. In Wirklichkeit waren wir nur in eine Halle, die hieß Seidensticker Halle, genau. Seidensticker Halle? So heißt doch keine Halle, Joey. Doch.
Du meinst bestimmt die Eierhalle in Kaunitz. Die gibt's nämlich wirklich. Ja, das stimmt. Hier ist das dritte deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. In unserem gesuchten Jahr ist ganz schön viel passiert und wir könnten jetzt stundenlang weiter zeigen. Und deswegen gibt's nun die Kurznachrichten von meinem Kollegen José María Kelly. Kein Witz, der heißt wirklich so. Danke, Angelo Gabriele Kelly. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Nachrichten aus dem Jahr 1900, wer weiß wann. Bern, 1. Januar, Adolf Oggi. Hier links im Bild neben Helmut K. wird Bundespräsident in unserem Jahr. Und im Jahr 2000 nochmal. In der Schweiz. Okay, das interessiert wirklich kein Schwein. Nächste Nachrichten. Washington, 20. Januar. Monica Lewinsky tritt ihren Job im Weißen Haus an. Sie wird in den Monaten drauf hart an ihrer Karriere arbeiten. Was ihr Chef dann später allerdings bestreitet. I did not have ich hatte keine sexuelle Beziehung mit dieser Frau, Miss Lewinsky. Miss Lewinsky. Ich habe niemanden aufgefordert zu lügen. Nicht ein einziges Mal, niemals. Diese Anschuldigungen sind falsch. Und ich muss zurück an die Arbeit. Das amerikanische Volk. Danke. Beifall. Naja. München. Jahrelang konnte der Spiegel schreiben, was er wollte. Es gab keine Konkurrenz. Das ist ab sofort anders. Eine neue politische Magazin ist auf den Markt. Stolz blättert Chefredakteur Helmut Markwort in seinem neuen bunten Magazin. Kritisch und faktenreich soll der Fokus sein. Fakten, Fakten, Fakten und an die Leser denken. Wobei Fakten, Fakten, Fakten nicht bedeutet, dass die Berichte unbedingt der Wahrheit entsprechen müssen. Am 13.09. haben Sie ein Interview mit Ernst Jünger gebracht, was 2 Jahre vorher schon in der Bunden abgedruckt worden war. Ist das die Aktualität, die Fokus gerne haben möchte? Nein, das ärgert. Da sind wir betrogen worden von einem Mitarbeiter. Das ärgert mich wahnsinnig. Es gab eine Geschichte über Beerdigungsinstitute. Da haben Sie gesagt, der Chef eines Beerdigungsunternehmens habe sich geweigert, einen AIDS-Toten zu beerdigen. Nun hat dieser Beerdigungsunternehmer das Unglück, seit 10 Jahren tot zu sein. Haben Sie Kontakte ins Jenseits? An die Geschichte kann ich mich jetzt nicht erinnern. Die ganze Welt, 1900. Ab sofort gibt es Internet für alle. Für alle, die sich mit dem Modem über die Telefonleitung ins Netz einwählen. Für unsere technisch nicht so begabten Zuschauern, ein Modem ist das Gerät mit dem Piepen. Und das Piepen ab sofort in Millionen von deutschen Wohnzimmern. Dabei wählt sich das Gerät mit dem Piepen in Telefonnetz ein, um in das neue Internet zu kommen. Wenn das Piepen aufhört, ist man entweder drin oder multitelefoniert. Das Wetter. Die Vorhersage für morgen. In den Frühstunden örtlich Nebel, sonst wolkig mit Aufheiterungen und nur noch im Süden einzelne Schauer. Ganz ohne Musik geht's natürlich nicht. Es gab in diesem Jahr einen weiteren Riesenhit, und zwar von der wunderbaren Dolly Parton. I Will Always Love You. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Joy. And I will always love you, will always love you. Angelo, sag mal, das war es doch gar nicht von unserem Jahr. Doch irgendwie schon. In den 70ern singt die US-Country-Ikone Dolly Parton den von ihr selbst komponierten Song I Will Always Love You. Dolly hat das Stück für ihren langjährigen Partner und Mentor Porter Wagoner geschrieben. Es drückt aus, wie sehr sie schätzt, was er für sie getan hat. Bittersweet memories, that's all I am taking with me.
Zwar ist das Lied in den Country-Charts eine Nummer 1, in den Pop-Charts landet Dolly jedoch nur auf Platz 53. Das ändert sich in unserem gesuchten Jahr. I Will Always Love You steht plötzlich auf Platz 1. In den USA, bei uns und fast überall auf der Welt. Allerdings nicht von Dolly gesungen. Boah, was für ein geiler Song. Ernstere Themen, Angelo. Mathematik ist jetzt das Thema. Oh, das habe ich befürchtet. Mathematik ist eine klasse Sache. Ja, sagst du, aber du warst schon immer gut mit Zahlen. Genau. Also, einer von den Highlights in ganz Deutschland in dieses Jahres war Zahlenspielen. Und alle spielten auch mit. Okay. Gib dir mal ein Beispiel. Die Stadt Bragwede, beispielsweise, die Aufgabe war 4.800 plus 14. Ja. 4.800 plus 14. Plus 14 ist doch ganz einfach. 4.814. Nein. 33.647 ist die richtige Zahl. Das ist doch Blödsinn. Was? Angelo, ich gebe dir mal eine andere Stadt. Die Stadt Hahn mit der Zahl 5.657 plus 1. Ja, ist 5.658. Auch falsch. Was? 42.781 ist die richtige Zahl. Das ist doch Quatsch. Ich mache mich jetzt nicht zum Atmen. Was soll das? Ich kann auch nicht dafür, dass die neue Polsterzahl eingeführt ist. Vergiss mein nicht. Ich bin die Postleitzahl. 1. Juli. Plötzlich gibt es neue vierstellige Zahlen. Zahlen, die vor Städtenamen stehen und dem Postboten verraten, wo die Post hin soll. Eine komplizierte Sache also. Und Millionen Menschen sind daran interessiert, sind sicher daran interessiert, genaues zu erfahren über diese neuen Postleitzahlen. Halt, stopp! Das ist definitiv nicht unseren Jahr, Angelo. Vorher willst du es wissen. Das steht hier. Und zwar, es geht ganz klar um die fünfstellige Zahl. Am 1.7. gelten neue Postleitzahlen. Im Sommer erlebt Deutschland eine mathematische Revolution. Und alles läuft unter dem leicht bekloppten Motto: 5 ist Trümpf. Grund für die neuen Postleitzahlen ist die Wiedervereinigung. Tatsächlich benutzten die real existierenden Sozialisten dieselben Zahlen wie der Klassenfeind. Jeder Brief wird meist schon am nächsten Tag zugestellt. Auf Rechnungen, Mahnungen, Bußgeldbescheide warten Sie nur nicht mehr 3-4 Tage. Nein, die haben Sie fast immer in 24 Stunden auf dem Tisch. Nun ist alles fünfstellig und hat mit dem, was einmal gut und richtig war, nicht mehr viel zu tun. Das Problem? Trotz der größten Werbekampagne in der Geschichte der Post kennen die Deutschen ihre eigene Adresse nicht mehr. Ja, dann müssen wir wieder umdenken, oder? Die kenne ich noch nicht. Aber ich habe heute schon gedacht, ich muss sie mir mal einschreiben. Natürlich, 40235, Dorotheenstraße. Sie wollen Post versenden? Ja. Kennen Sie denn die neue Postleitzahl? Nein. Kennen Sie denn Ihre eigene neue? Auch nicht. Interessiert Sie das? Doch, ich habe überall Spickzettel. Ja, das wird wohl kein Problem sein. Auch ohne Abitur, oder? Vielleicht reicht ja der Grundschulabschluss. Neben Mathe, Deutsch und Englisch wird ab sofort PLZ gelehrt. Das Beste? Mit ihren Werbemillionen fördert die Post bis dato unbekannte Schauspieler. Der Herr auf der Parkbank bewies nämlich noch in unserem gesuchten Jahr, dass er auch anders kann. 17912.
13. 13? 1. Neue Zahlen, neues Glück. Trotzdem, vor lauter fünfstelligen Zahlen werden selbst unsere WDR-KollegInnen ganz wuschig. Also ich bin 47445. Und ich bin 50733. Und ich bin Angelo. Ich bin Joy. Was kommt als nächstes? Der Kaiser kommt. Franz Beckenbauer? Nee, mehr so der Akito. Der kommt samt Gattin, Michiko, in diesem Jahr nach Bielefeld-Bethel. Warte mal, jetzt verstehe ich nichts mehr. Erst gibt es Bielefeld nicht und dann sollte das japanische Kaiserpaar ein Vorort gewesen sein, in dem Jahr ausgerechnet, wo es klar war, dass es Bielefeld nicht gibt. Das ist ein klares Beispiel für Meltem. Meltem, wo bist du? Konnichiwa, Angelo und Joey. Ich befinde mich exakt dort, wo sich vor Jahren Kaiser Akihito und Kaiserin Michiko aufhielten. Also gibt's Bielefeld doch. Könnte man meinen, aber das Kaiserpaar war nicht zu Besuch in Bielefeld, sondern in Bethel. Und zwar in den Bodelschwingschen Stiftungen. Und niemand hat je behauptet, dass es die nicht gibt. Also ich stehe jetzt gerade hier in Bethel. Und da drüben soll Bielefeld sein. Ja, und wie man sieht, nichts. Keine Stadt, keine Häuser, kein gar nichts. Aber zurück zu unserem Thema. Das japanische Kaiserpaar auf Deutschlandbesuch in unserem gesuchten Jahr. Das gibt es nur einmal im Leben. Der letzte Kaiser der Welt besucht Bielefeld. Angeblich. Aber wie Meltem schon richtig bemerkt hat, in Wahrheit weilen Tenno Akihito und seine reizende Gattin Michiko in Bethel. Eine Sensation. Nicht nur, dass das Kaiserpaar in Deutschland weilt, sondern dass die beiden in den Bodelschwingschen Stiftungen vor allem Menschen mit Behinderung besuchen. Was glauben Sie, warum das Kaiserpaar nach Bethel kommt? Ja, weil die sich besonders für soziale Fragen auch in Japan interessieren. Und die Behindertenarbeit ist da längst dann nicht so aufgebaut. Dass sie sich hier Anregungen holen, weil Bethel nun mal einmalig ist in Deutschland dafür. Ne? Warum sind Sie heute Morgen hier auf dem Bethelplatz? Um den Kaiser zu sehen. Was glauben Sie, warum der japanische Kaiser nach Bielefeld-Bethel kommt? Und uns zu sehen. Das japanische Kaiserpaar zeigt, womit andere sogenannte Majestäten oft genug Probleme haben. Respekt vor den Menschen, ohne Berührungsängste. Wie weit sind Sie von da? Mit dem Flugzeug und mit dem Auto. Mit dem Flugzeug und mit dem Auto, so weit ist es. Für mich ist der vorherrschende Eindruck dieses Besuches die Art und Weise, wie Ihre Majestäten, der Kaiser und die Kaiserin, auf die behinderten Menschen zugegangen sind. Sie haben dieses möglicherweise schon gleich zu Beginn hier auf dem Bethelplatz miterlebt, wie das Protokoll überschritten wurde, aber mit dem Ziel, Kontakt zu Menschen zu finden. Der Grund des Besuchs ist eher in Japan zu finden. Michiko und Akihito wollen ihre Landsleute für die Arbeit mit Menschen mit Behinderung begeistern. Sind das schöne Bilder, oder? Ich wäre so gerne dabei gewesen. Aber ich habe jetzt einen Gast hier, der war nicht nur dabei, sondern hat den Besuch auch noch mitorganisiert. Und zwar Herr Wolfgang Spode. Er war damals Lehrer in der Patmos-Schule. Herr Spode, immer noch das gleiche Lächeln, ja. Nur die Frisur ist anders. Ja, im Laufe der Jahre ist sie etwas kürzer geworden und die Farbe hat sich etwas geändert. Aber flott. Dankeschön. Woran können Sie sich denn erinnern bei dem Besuch? Ja, also erstmal gab es einen langen Vorlauf. Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Wir wussten ungefähr ein Jahr vorher, dass irgendein hoher Staatsbesuch kommt, aber wir wussten bis relativ kurz vor dem Besuch nicht, wer es sein würde. Ach, das wurde geheim gehalten? Das wurde geheim gehalten aus Sicherheitsgründen. Mhm. Und wir haben ungefähr ein Vierteljahr vorher dann erfahren, um wen es geht, durften aber auch nichts weiter sagen und konnten dann die Veranstaltung in der Patmos-Schule organisieren. Und gab es irgendwelche Sachen, wo Sie gesagt haben, da hätte ich nie gedacht, dass ich da drauf achten musste bei der Organisation? Ja, wir haben
ein Lied von mir gesungen, in dem Luftballons vorkamen. Aha. Und wir hatten die Idee, wir können eine große Luftballonaktion machen. Das ist fürs Fernsehen schön bunt. Und die Kinder lieben Luftballons und wir können mit Luftballons spielen und sie durch den Raum werfen. Und wir haben ganz große Schwierigkeiten gehabt, denn Luftballons haben ja mitunter die Eigenschaft zu knallen. Ja. Und sie knallen laut wie ein Gewehrschuss und das könnte interpretiert werden als Anschlag auf den Kaiser. Nein, das wollten sie natürlich nicht. Das wollten wir natürlich nicht, aber es musste extra genehmigt werden. Ah, also die wurden nicht eliminiert, die Luftballons, sondern... Nein, die wir konnten es letzten Endes machen, aber es musste erst genehmigt werden und wir brauchten einige Zeit, um das dann durchzusetzen. Herr Sprude, was ist denn, wo Sie sagen, das, was Sie am meisten beeindruckt hat an dem Kaiserpaar? Wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Tenno, der japanische Kaiser mit seiner Familie in Tokio, in seinem Palast, völlig abgeschottet von der Bevölkerung lebt und eigentlich kaum jemand zu ihm von der gewöhnlichen Bevölkerung Kontakt hat. Wenn er dann auf einmal reinkommt und man atmet erstmal, hält die Luft an und wow, ein Staatsbesuch. Und dann steht er auf einmal vor einem, hat ungefähr diese Größe. Und wir haben uns ganz normal unterhalten, so wie wir uns auch. Mhm. Und beide, die Kaiserin Michiko und der Kaiser, die sind auf unsere schwer mehrfach behinderten Kinder und Jugendlichen zugegangen. Ganz normal, ganz freundlich, voller Einfühlungsvermögen, haben mit ihnen gesprochen, haben ihnen die Hand gereicht. Sie haben mit den Luftballons gespielt. Und also es war eine völlig ungezwungene Atmosphäre. Und das fanden Sie beeindruckend? Das fand sehr beeindruckend. Warum waren die denn jetzt in Bethel? Kam das auch von der Kaiserin Michiko, die ein Interesse hatte für Behinderte? Oder was war der Hintergrund? Michiko und ihr Mann, die wollten sich einfach mal angucken, wie läuft das in Bethel? Wie läuft das mit der Integration in Deutschland? Und Bethel ist ja immer ein Beispiel dafür gewesen. Und wollten sich informieren, denn es war auch damals noch sehr ungewöhnlich, dass schwer mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche eine Schule besuchen. Ja, genau. Das ist doch toll. Und wenn das Kaiserpaar schon mal in Bethel war, haben die dann auch so eine kleine Visite in der großen Nachbarschaft gemacht? In welcher Nachbarschaft? Also in der großen Stadt, meine ich. In welcher Stadt? Bielefeld. Bielefeld? Kenne ich nicht. Aha, das war der Besuch von Kaiser Akihito und Kaiserin Michiko in Bethel, nicht Bielefeld. Und damit zurück ins Studio. Danke, Meltem, und bis später. Hey, Joy, komm her. Nicht nur für dich, aber was soll das? So ekelhaft, Joy. So, und jetzt einen weiteren musikalischen Highlight aus dem Jahr, was wir verzweifelt suchen. Denn das ist alles nur geklaut. Das ist alles nur nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Doch das weiß ich nur ganz alleine. Und das ist das musikalische, textliche und visuelle Highlight. Ein Meisterwerk, das aber irgendwie an irgendwas erinnert. I want to break free. Da hätten wir zum Beispiel von Queen I Wanna Break Free aus dem Jahr 84. Oder I Can't Dance von Genesis 91. Oder Addicted to Love von Robert Palmer aus dem Jahr 85. Diese Videos haben sich ein paar sächsische Adlige genauer angeschaut. Alles geklaut, was sie sahen, und zack, hatten sie einen Top-Videoclip zu ihrem Hit des Jahres. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Tja, das hätten wir auch machen sollen. Wie denn? Wir hatten doch keinen Fernsehen. Wo hätten wir denn die Videos sehen können? Ja. Hier ist das dritte deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Nachrichten vom 20.08.1900... Verzeihung. Essen. Erstmals in der Geschichte der SPD wählte die Partei einen Rennradfahrer zum Vorsitzenden. Euphorische Stimmung beim SPD-Parteitag in der Essener Grugerhalle. Der Versammlungsleiter verkündet voller Zuversicht das Wahlergebnis. Damit ist unser neuer Vorsitzender Rudolf Scharping. Herzlichen Glückwunsch. Den Glückwünschen schließen wir uns gerne an. Noch nie bekam ein SPD-Vorsitzender so wenig Stimmen von seiner eigenen Partei. Damals wusste ja niemand, was im nächsten Jahrtausend alles möglich ist. Rudolf Scharpings aufregendes Leben begann relativ früh. Er entwickelte sich recht schnell zu einem Nerd ohne Freunde. Später dann zum rheinland-pfälzischen Juso-Vorsitzenden ohne Freunde. Berühmt für seine mitreißenden Reden. Wir werden darauf hinarbeiten müssen, dass in Rheinland-Pfalz eine Gesamthochschule und überhaupt ein Gesamtschulsystem eingeführt werden kann. Aber all das sind nur Teilaspekte seines bunten Lebens. Rudolf Scharping ist außerdem Profifußballer, gefürchtet für seine ebenso raumgreifenden wie sinnlosen Sprints über den ganzen Platz. Und er ist südwestdeutscher Meister im eingesprungenen Flachkörper. Seine größten Leidenschaften sind jedoch das Rennradfahren, Weinlese und Baguette kaufen. Rudolf Scharpings Leben ist zwar voller Abenteuer, was ihm jedoch lange Zeit fehlte, echte Freunde, auf die man sich jederzeit verlassen kann. Die findet er erst als ausgewachsener Parteivorsitzender. Mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder und seinem Amtskollegen aus dem Saarland, Oskar Lafontaine, hat er endlich die Vertrauenspersonen an seiner Seite, ohne die man im Haifischbecken Politik kaum überleben kann. Treue Genossen, die ihm beweisen, wer solche Parteifreunde hat, braucht keine politischen Gegner mehr. Übrigens, Markus Söder war im gesuchten Jahr noch Volontär beim Bayerischen Rundfunk. Ärmelkanal. Nachdem 250 Jahre geplant und gebuddelt wurde, ist es geschafft. Der erste Zug ist reingefahren und wieder rausgekommen. Genau hier, an dieser Stelle, nur 40 Meter tiefer, begegneten sich französische und britische Bohrer zum ersten Mal. Allerdings war das Loch viel zu klein. Es passte kein Zug durch. Oder wenn, dann nur ein ganz kleiner. Tatsächlich muss noch 3 weitere Jahre gebohrt werden. Die Franzosen von rechts, die Briten von links. Bis eine ganze richtige Lok durchpasst. Das war ein hartes Stück Arbeit. Da kann man schon mal ein Erinnerungsfoto machen. Wir schalten nun zu unserer Korrespondentin auf der französischen Seite. Leitungsprobleme. Nächstes Thema. New York. Norman Platnick von American Museum of Natural History hat eine neue Spinnenart entdeckt. Voll eklig. Die Spinne erhält den Namen Calpurnia hirsfordi zu Ehren des Museumsförderers Harrison Ford. Auch eklig. Berlin. Dr. Markus Merck hat es geschafft. Der ewige Zweite aus fast Köln gewinnt erstmals was Richtiges. Einen dicken Pokal mit glitzernden bunten Steinen. London. Auch Steffi gewinnt einen dicken Pokal bzw. eine dicke Schale. Weil sie Wimbledon gewonnen hat, damit bleiben nur noch 7 Jahre zur Auswahl. Das Wetter. Die Vorhersage für morgen. In den Frühstunden örtlich Nebel, sonst wolkig mit Aufheiterungen und nur noch im Süden einzelne Schauer. Ja, und wie ist das Wetter auf Malle? Ja. Toll. Und was macht die Nadel? Ja. Und die Kinder? Ja, ja. Ja, ja, ja. Was soll ich machen? Das darf ich nicht, Dieter. Wir sind bei WDR. Oh, das lohnt sich. Joey, hör doch mal auf damit. Ich bin am Telefon, Angelo. Apropos Handys. Damals in dem Jahr ging es erst richtig los damit. Okay. Beziehungsweise ein Jahr vorher ging es los.
Das D1 und D2-Netz öffneten das Tor zur mobilen Kommunikation. Ein Jahr später kamen dann die handlichen, nur knapp ein Kilo schweren Mobiltelefone dazu. Das, was wir jetzt schon im Beginn haben, dass man rund ums Haus mit dem schnurlosen Telefon telefonieren kann, das wird sich schlicht und ergreifend ausweiten, dass ich überall ein Telefon dabei haben kann und überall erreichbar bin unter einer Nummer, egal wo ich mich befinde und überall rumtelefonieren kann. Aber schon damals war klar, das wird sich nicht durchsetzen. Dafür sind die Dinger viel zu gefährlich. Kritiker warnen allerdings davor, dass immer stärkere Sender immer näher am Körper getragen werden. Herzrhythmusstörungen zum Beispiel könnten die Folge sein. Neben den physischen lauern auch psychische Gefahren. Was nutzt das schwerste Handy, wenn kein Schwein anruft? Psychologen sprechen vom Silent-Handy-Syndrom. Dagegen hilft nur Rent a Call, auch eine Erfindung aus dem Jahr, um das es heute geht. Doch selbst den schwer Leidenden kann jetzt geholfen werden. Für sie gibt es neue Hoffnung auf ein beschwerdefreies Leben mit Rent a Call. Wir bieten den Service an für die Leute, die ein Mobiltelefon haben, dass wir die Leute eben anrufen und das Telefon klingeln lassen. Zum Beispiel ein Vertreter, der solche Mobiltelefone verkauft, sagt, das ist eine tolle Sache, wenn ich ein Verkaufsgespräch führe und bei mir klingelt dann ein, zweimal das Telefon, wo ich was ganz Belangloses drauf antworten kann. Somit kann ich gut argumentieren. Das Schlimmste am Handyboom aber, die kleinen, kaum einen Kilo schweren Apparate sind im Grunde genommen mobile Abhörgeräte. Wer einen Telefonsender bei sich trägt, kann in Zukunft jederzeit überall geortet werden. Und wer will schon, dass jede und jeder weiß, wo man gerade ist, was man gerade isst, welche Anti-Aging-Creme man benutzt, mit wem man sich zum beruflichen Gespräch trifft. Nein, niemand will das Fremde, das alles wissen. Toll, was machst du da? Ich mach Fotos für Insta und Facebook und TikTok und TikTok. Das hast du doch alles nicht. Du bist doch immer noch bei MySpace. Hier, Duckface. Sag mal. Frosch. So, und jetzt zum wichtigsten Thema, das Wetter in unserem Jahr. Es war ein Jahrhundertsommer. Seit Beginn der Aufzeichnung der Wetterdaten gab es noch nie so viel Freizeit für Nordrhein-Westfalens Bademeister. So, it's too early. What the fuck? Always look on the bright side of life. Es war ein wunderschöner Sommer, der Sommer im gesuchten Jahr. Wenn es ein Sommer in Grönland gewesen wäre. Zumindest Gelegenheit für den ein oder anderen Inuit, bei Höchsttemperaturen um 15 Grad ein paar Bahnen im Dortmunder Volksbad zu ziehen. Weniger begeistert sind unsere Düsseldorfer. Protzig im offenen Cabrio über die Köbrettern ist in diesem Jahr kaum möglich. Obwohl... Also zum Beispiel hier mit meinem Ferrari, ab 170 kommt kein Tröpfchen Regen ins Auto herein. Wir fahren praktisch unter dem Regen durch. Wohl dem, der einen Testarossa besitzt. Oder Fell. Oder einen besonders großen Schirm. Oder einen Ehemann auf dem Rücken. Und ausgerechnet in diesem Jahr wurde Nordrhein-Westfalen zum Wimbledon Deutschlands. Nordrhein-Westfalen, Angelo? Nein, nicht ganz Nordrhein-Westfalen, sondern eine kleine Stadt im Teutoburger Wald in Halle. In eine Halle? Nein, nicht in einer Halle, sondern in Halle. Und da ist auch unsere Außenreporterin Meltem Kaptan. Hi. Hallo Meltem. Hallo Angelo, hallo Joey. Genau. Mensch, was machst du denn da? Ja, wonach sieht's denn aus? Sport! Würde dir auch mal gut tun, Angelo. Ja, das sage ich auch immer. Und da, wo du bist, ist auch Wimbledon? Ja, also nicht ganz, aber fast. Und angefangen hat alles in dem Jahr, um das es heute geht. Halle 1900. Piep. Ein kleines Städtchen ganz in der Nähe einer nicht existenten Stadt. Halle ist ein recht beschaulicher Ort mit viel schmuckem Fachwerk.
Ansonsten gibt es noch gute Luft, Wiesen und ein weltweit operierendes Modeunternehmen. Und jetzt? Dank Ralf und seinem Papa Gary Weber, das deutsche Tennis-Mekka. Weber, Sie sind sozusagen der Zampano des Ganzen. Ich glaube, Ihnen kann man in besonderer Weise gratulieren für die Idee, die Durchführung und das, was Sie hier geschaffen haben, Ihr Werk. Zampanos Werk ist beinahe eine 1:1 Kopie von Wimbledon. Pfosten, Netze, Pullis, Erdbeeren mit Sahne, alles wie in der Londoner Suburbia. Selbst der heilige Rasen samt Grünhalter, completely original, aufbereitet vom Original Wimbledon-Gärtner Jim Thorne. Es ist 7 mm hoch. Der Rasen ist noch nicht genauso wie in Wimbledon. Er ist sehr nahe dran. Nächstes Jahr wird er genauso sein, weil wir dann mehr Zeit haben werden. Aber er ist viel besser, als ich erwartet habe. Es ist wirklich wunderschön. Trotzdem wurde es zum Ende hin ein bisschen knapp mit dem ostwestfälischen Wimbledon-Klon. Jetzt, wo alles läuft, dann würde ich sagen, ja. Vor einigen Wochen, Monaten, wo man doch mit vielen Problemen zu kämpfen hatte, die wir vorher auch nicht erkannt haben, hatte ich dann auch leichte Zweifel. Aber jetzt bin ich sicher, dass es hundertprozentig richtig war. Genau. Es wird aufgeschlagen und retourniert. Michael Chang ist da. Charlie Steeb auch. Erster Gewinner aber ist Henri Lecomte. Toll, aber warum wird das in so einer kleinen Stadt gemacht? Keine 10 Kilometer entfernt liegt doch die einzigste Großstadt in Ostwestfalen. Welche Großstadt? Gütersloh? Nein, Gary Weber war ein echter Haller und er wollte die großen Asse dieser Welt bei sich zu Hause haben. Das Problem liegt ganz woanders. Seit dem Jahr, was wir hier suchen, schlagen bei den Gary Weber Open ausschließlich Männer auf. Frauen dürfen nur zugucken und Erdbeeren mit Sahne essen. Erdbeeren mit Sahne? Das klingt aber gut. Klar, aber heutzutage, wo alles hoch und runter gegendert wird, was nicht bei drei auf dem Baum bzw. Bäumen ist, da kannst du doch sowas nicht mehr machen. Hier müssen doch Frauen spielen. Aber das können wir ändern. Angelo, ich glaube jetzt, weiß ich, was kommt. Richtig. Ich werde nächstes Jahr hier bei den Gary Weber Open aufschlagen und für die Rechte der Frauen ein paar Asse raushauen. Zum Beispiel so. So. Boah, boah. Ja, oder so ähnlich. Boah, was für ein Vorhand. Wahnsinn, Malten. Ja, danke. Ja, ne? So, und damit vom grünen Rasen in Halle zurück ins grüne Studio. Danke, Malten. Dann sehen wir dich ja in ein paar Minuten hier in Köln. Wie soll denn die Malten in ein paar Minuten hier in Köln sein? Ja, beamen vielleicht. Beamen? Ich habe das Gefühl, dass das Ganze gar nicht live ist, Angelo. Du meinst, es ist eine Aufzeichnung? Aber wie kann sie denn auf unsere Fragen dann antworten? Vielleicht sind wir auch selber eine Aufzeichnung. Das Ganze ist gar nicht live. Sind wir etwa die Vergangenheit? Und ausgerechnet in diesem Jahr wurde noch... Okay, 1, 2, 3. Amamis. Joy, if you don't know what the first set is, then just wait and come in to where you know. Und ausgerechnet in diesem Sommer wurde Nordrhein-Westfalen zum Wimbledon Deutschlands. In Gott, Nordrhein-Westfalen. In Gott. Okay. Das wird nicht. Okay. What the fuck? Wie lange bleibt das hier noch? Ist das hier noch? Aber in Wirklichkeit war das eigentlich nur die Seidenstickerhalle. Ich sag Scheidenstückehalle. Okay. Es gibt aber eine große Ausnahme. In Dortmund gibt es eine Botanik. Und da hat das eine von diese... Warum lacht ihr, ihr Schweine? Arschloch! Wie bitte? Ja, Arschloch halt. Zeit für Musik. Ah, ganz toll, Angelo. Eine tolle Überleitung. Wir schreiben das Jahr 2015. In Deutschland brennen wieder einmal Flüchtlingsheime. Der Osnabrücker Lehrer Gerhard Torges will dem etwas entgegensetzen und gründet die Aktion Arschloch. Sein Ziel? Er will ein Anti-Nazi-Lied aus unserem gesuchten Jahr in die Charts befördern. Ich fand es einfach nur zum Kotzen und dachte, ja, vielleicht kann man irgendwas bewirken. Und wenn es nur
ist, dass irgendwie einer von 10.000 Mal umdenkt. Ob das geklappt hat, wissen wir nicht. Was auf jeden Fall klappt, im September 2015 steht der Ärzte-Song Schrei nach Liebe erstmals in seiner Geschichte auf Platz 1 der Charts. Und nicht nur das. Halb Deutschland singt voller Inbrunst das Lied vom Arschloch. Das dritte deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den Nachrichten von Samstag, den 15. Verzeihung. Berlin-Paris. Doppelte Aufzeichnung für Ute Uchhofen. In Berlin wird ihr das Verdienstkreuz am Bande verliehen. Für ihre wohltätige Spendeaktion. Und in Paris wird die Charity Lady zur elegantesten Frau des Jahres gekürt. Botox wird erst im Jahr 2002 zugelassen. Berlin. Bund und Länder einigen sich auf eine Reform der Deutschen Bahn. Das Unternehmen wird in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Damit soll die Bahn endlich aus den roten Zahlen kommen. Und pünktlich werden. Nein, war nur Spaß. Weltall. Zum ersten Mal würde in zigtausenden Meter Höhe eine Reparatur durchgeführt. Am Hubble-Teleskop werden neue Spiegel angebracht. 5, 4, 3, 2, 1, 0. And we have liftoff. Jahre vor unserem Jahr. Hubble wird in die unendlichen Weiten des Weltraums geschickt. Mit dem Teleskop sollen Astronomen viele Lichtjahre von der Erde entfernt in Galaxien vordringen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Theoretisch. Praktisch hat das nie geklappt. Der Spiegel des Teleskops ist nämlich falsch geschliffen und lieferte nur milchige Bilder von der Milchstraße. Bis im gesuchten Jahr ein Klempnertrupp ins All fliegt. Die Männer und Frauen, sämtlich mit Zusatzqualifikationen als Apollo-Optiker, haben nur eine Mission. Eine kühlschrankgroße Sehhilfe ins Hubble-Teleskop einbauen. Dem Hubble-Teleskop sollten sozusagen Kontaktlinsen eingesetzt werden, um die Sehunschärfe zu beheben. Die Mission ist ein voller Erfolg. Was vorher aussah wie hingeschmiert, sieht nun aus wie etwas weniger hingeschmiert. Die Reparaturen dauern nur 28,5 Stunden. Allerdings, die NASA müsste 3 Jahre auf die Handwerker warten. Fürsten Gloria von Ton und Taxis ist fast pleite. Um an Geld zu kommen, verkauft sie den Schmuck der Familie ihres verstorbenen Mannes. Den hat sie sich aber auch hart verdient. Dazu Glorias Tipp für hungernden Menschen in Afrika, einfach mehr essen. Das Wetter. Die Vorhersage für morgen. In den Frühstunden örtlich Nebel, sonst wolkig mit Aufheiterungen und nur noch im Süden einzelne Schauer. Angelo, was machst du da? Ich schaue alte Bilder von uns. Hier, das Bild ist auch von dem Jahr, den wir jetzt suchen.
Da haben wir noch in dem Bus gelebt, in unserem Doppeldeckerbus. Schau dir das mal an da oben, was für ein Chaos. Aber überleg mal, Angelo, wir haben in diesem wirklich London-Bus gelebt und im Bus war auch kein Klo. Okay, Toi, das hättest du nicht sagen müssen. Aber eine Heizung. Ja, zack, der Richtige. Eine Heizung gab's in dem Bus nicht. Nee. Das sind ja Busse, die für das normale Verkehr gebaut sind. Und auch im Winter. Es gab Doppelverglasung. Nein, doppelt auch nicht. Einzelverglasung, ja, die Fenster, die gehen da richtig von drin. Zu. Eis von drin, Joey. Ja, das Eis war die Doppelverglasung. Oh, richtig. Ne? Zurück in die 70er Jahre. Joey ist gerade mal 6 Jahre alt. Angelo noch gar nicht geboren. Aber der erste Kelly-Doppeldecker, Einfachverglasung ohne sanitäre Anlagen, kreuzte bereits durch halb Europa. Die Kellys sind ganz auf Folklore getrimmt. Vom Outfit her sowieso, aber auch musikalisch. Weil bei den Zuhörern in den Fußgängerzonen landestypische Folklore am besten funktionierte, sangen die Kellys alles weg, was die lokalen Liedertafeln so hergaben. In unserem gesuchten Jahr stehen Angelo und Joey kurz vor dem großen Karrieresprung. Ja, aber schau mal, guck mal, wir sind hier alle da oben und kampieren da so richtig. Es gab, hattest du im Bus eigentlich eine feste Schlafstelle? Oder? Ja, da hinten. Oder ist deine Schlafstelle immer gewandert? So, das da wo hinten. Wer als Erster kam, hat die besten Stellen bekommen. Also. First come, first serve. Wahnsinn, das muss man sich vorstellen. Wie hat mein Vater es geschafft, sag ich mal, Harmonie irgendwie einzuführen, naja, dass wir alle gemeinsam trotzdem, sag mal, funktioniert haben, gearbeitet haben? Ganz einfach. Wir haben einfach den ganzen Tag gesungen. Wir hatten keine Zeit zum Streiten. Das stimmt nicht. Also wir haben viel gesungen, natürlich. Ich weiß noch, in diesem Bus, der stand direkt neben der Bühne, auf so einem Marktplatz. Und du und Jimmy, ihr habt euch geprügelt und ich war zwischen euch, um euch zu stoppen. Und 2 Minuten später waren wir auf der Bühne und la 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 la. Das kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. Doch, der Bus hat gewackelt. Haben wir so? Ja. Ja. Ist das jetzt ein Witz? Oder das ist kein Witz. Also ich kann mich nicht einmal dran erinnern, dass ich mit meinem Bruder, Jimmy, sag ich mal, mich geprügelt habe. Naja, ich war dazwischen. Aber haben wir uns mit Fäuste schlagen wollen? Ja. Krass. Aber es war eine knappe Nummer. Ich glaube, es ging um irgendeine Mädel. Nein. Warte mal. Das stimmt nicht. Das kann es nicht sein. Weil wir haben uns nie um Mädels gestritten. Okay. Weil wir haben einen ganz anderen Geschmack. Ah. Ich hatte immer die Besten und der die Letzten. Also, du standst immer auf Jungs. Aber Jimmy hat eine richtige gefunden. Seine Frau, die auch eine tolle Frau ist. Okay, guck mal ein bisschen weiter. Mensch, Joey, guck mal, ich guck dich mal an. Was ist das für ein Hut? Ja, zumindest sah ich aus wie etwas. Das ist übrigens auf unserem alten Hausboot. In Köln. In Köln. In Köln. Genau. Und das war auf jeden Fall auch noch in dieser Zeit, bevor es bei uns durch die Decke ging. Da haben wir noch Straßenkonzerte gegeben, aber schau dir das mal an. Aber warte mal, das war doch der Jahrgang. Das war unsere Jahr. Das war in Rostock. Das war in Rostock, haben wir gespielt. Immer im Rahmen von irgendwelchen Stadtfesten, Hafenfest wahrscheinlich. Und vor der Bühne standen sogar manche Leute. Die haben zwar die andere Richtung geguckt, aber und die standen. Genau, die haben sich nur die Segelschiffe angeguckt. Und wir dachten, wir wären erfolgreich. Ja, ja, ja. Deswegen haben wir immer Fotos vom Weiten gemacht. Ja. Und uns immer da platziert, wo Menschen sowieso sind. Dass es dann so aussieht, ob jemand uns besuchen würde. Tatsache, wir haben halt... Also die hätten nicht dafür bezahlt, meinst du? Ich nicht, du vielleicht. Um dich selbst zu sehen. Aber... die Leute waren ja eh alle besoffen, haben ja nichts mitbekommen. Deswegen standen die da. Okay. Und das war eine Zeit, das sage ich dir eins. Ne? Das war halt auch, vielleicht sogar den Jahrgang. Nein, war es nicht. Oder? Ja, ich wollte nur einfach teasern. Eine Kassette. Und die ist halt von der Kelly Family. Und jemand kam auf die großartige Idee, dass wir halt alle zusammen sind. Und wenn du genau hinschaust, warum auch immer, bin ich nie in der Mitte hier unten, sondern halt, ich bin an der Seite, wo man mich am wenigsten sieht. Da gehörst du auch hin. Hallo? Hört mich jemand? Hallo? Was ist das für ein Thema? Ich finde nichts. Na was wohl? Schokoladenmuseum Köln, 1900 piep. Ah, stimmt, hier steht's sogar. Das wurde auch in unserem Jahr eröffnet.
Mhm, genau. Und das Schokoladenmuseum ist neben der großen Kirche die zweite Attraktion in der, wie ich finde, wunderschönen Stadt. Naja, nicht gerade architektonisch betrachtet, aber im Herzen. Da ist es, das Museum. Und dieses Schleckermäulchen hat sich das alles ausgedacht. Hans Imhoff, Kölner Schokofabrikant. Die Idee dazu hatte Imhoff bereits 1975. Beim Umzug seiner Firmenzentrale fiel ihm auf, was so alles im Weg rumstand. Das schmeckte ja schon nach Schokoladenmuseum. Sich damit einen Lebenstraum erfüllt. Schlicht gesagt, ja. Es ist ja ein gigantisches Werk. Das sehe ich nicht so. Ich würde sagen, das ist schön, das passt in Köln, an Köln und zu Köln. Und ich würde sagen, es kann keiner nachmachen, weil er das einfach von den Voraussetzungen her nicht schafft. Und wenn wir es dann gut gemacht, dann freuen wir uns. Habt ihr Jörg gemacht. Und das ohne öffentliche Gelder. Oder gerade wegen ohne öffentliche Gelder. Vom Kakao-Wintergarten bis hin zum Abfüllen und Verpacken des braunen Goldes. Alles da. Hauptattraktion ist natürlich der Schokobrunnen. Das war in unserem besonderen Jahr so und das ist heute nicht anders. Genau so ist es. Dieser Brunnen übt eine magische Anziehungskraft aus. Nur die Willensstärksten können sich dem widersetzen. Frau Imhoff, Sie sind Leiterin in diesem Museum, Direktorin, quasi eine Schokodirektorin. Wie schaffen Sie das denn? Wie können Sie sich dem widersetzen? Ich muss wirklich sagen, ich würde darin baden, glaube ich. Wie machen Sie das? Also ich glaube, als Schönheitselixier eignet es sich nicht besonders. Aber naschen tun wir hier im Haus schon immer alle regelmäßig. Aha, ja klar. Aber man sieht es Ihnen nicht an. Das ist doch schon mal sehr gut. Frau Immer, wie ist denn das so als Schokodirektorin? Ich meine, war das für Sie, sag mal, ein Erbe oder sagen Sie, das ist für mich auch Passion und Leidenschaft? Es ist natürlich Erbe meines Papas, aber es ist natürlich auch ganz große Passion und Leidenschaft und ganz viel Begeisterung für Schokolade. Ansonsten könnte man das nicht machen. Das kann ich sehr gut verstehen, Begeisterung für Schokolade. Ja. Ich habe mich auch schon umgeschaut. Es sind ja unglaublich viele Schätze, die es hier gibt. Also auch so ganz alte Sachen. Ja. War Ihr Vater denn ein kompletter Sammelfreak oder wie hat er das alles bekommen? Also die Schätze sind erst mit der Zeit alle zusammengetragen worden, aber... über Stolberg gab es halt einen riesigen Fundus und mein Vater hat halt dafür gesorgt, dass die Sachen nicht weggeschmissen worden sind. Und er wollte halt gerne, dass diese inzwischen 5000 Jahre Kulturgeschichte der Schokolade ganz, ganz vielen Menschen zugänglich gemacht wird. Und deswegen hat er dieses Haus hier 1900 gebaut. Mhm. Gibt es denn so ein Lieblingsstück von Ihnen, wo Sie sagen, das ist für mich ganz besonders, das behüte und beschütze ich? Ja, natürlich. Für mich ist das immer die Zittertasse. Das ist ein Meißner Porzellan und zwar ist es eine Untertasse mit einem kleinen Zäunchen für die Tasse. Und die wurde von den edlen Damen im Bett, wurde die Schokolade als Aufstehzeremonie getrunken. Und damit die seidenen Laken nicht beschmutzten, wenn man ein bisschen gewackelt hat, wurde die Tasse durch ein Zäunchen festgehalten. Wunderschön. Ich wäre ja auch sehr gerne Schokodirektorin, muss ich sagen. Vielleicht zumindest für einen Tag. Dürfte ich das vielleicht für einen Tag übernehmen? Auch für zwei, gerne. Auch für zwei? Ja, was muss ich denn dann machen? Also was macht mich zu einer guten Schokodirektorin? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir unsere Besucher begeistern und dass wir das Haus zu etwas Besonderem machen und dass die Menschen, die hierher kommen, sich freuen und ein wunderschönes Erlebnis haben. Und dafür gibt es halt eine ganze Menge zu tun jeden Tag. Also ich muss sagen, wie es hier schon riecht, ne? Also das finde ich schon so betörend. Ich glaube... Man braucht gar nicht so viel, oder? Wenn man hier reinkommt als Besucher, ich glaube, man ist direkt in so einem Schokoduft umhüllt. Also da weiß man direkt, um was es geht. Es geht halt um alle Sinne. Es geht um Riechen, es geht um Schmecken, es geht um Anfassen, es geht um Lernen. Und an der Stelle kann man halt ganz viel den Besuchern mitgeben. Und das ist halt unsere Passion. Finde ich sehr gut. Und man kann sehr viel Schokolade mitgeben. Ja. Und bekommen. Sehr gut, Frau Imhoff. Ganz lieben Dank. Und damit sage ich zurück in das nur 2 Kilometer entfernte Studio. Danke, Melton. Bring uns doch mal bitte eine Schokowaffe mit. Wieso mitbringen? Könnt ihr direkt haben. Hier. Ihr müsst nur zugreifen. Ja, Sauerei. Trotzdem lecker. Typisch, typisch. Wie damals. 50 Kellys am Tisch. Und wer greift als erstes zu? Joey. Wie bitte? Schau dich mal an. Wer hat das meiste abbekommen? Ich wohl nicht.
Essen ist ein gutes Stichwort. Da gehen wir nämlich hin zur Spielemesse in Essen. Alles Ablenkung. Wie war das nochmal auf dem Tisch? Wir wollen es wissen. Jedes Jahr im Herbst sind die internationalen Spieletage in Essen. Groß im Kommen, auch in unserem Jahr, sind Computerspiele mit lebensechten Animationen. Bei Kindern schwer beliebt, alles was mit Drachen und Dinosauriern zu tun hat. Selbst wenn die Gören meist nicht wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Magst du den gerne? Ja. Wer ist das denn? Hier. Natürlich ist das hier, sieht man doch. Was findet ihr denn eigentlich an dem Dinosaurier so toll? Ja, das sind schön nämlich... groß? Ja, schön groß. Ja. Da, dass sie vor ein paar Millionen Jahren schon gelebt haben. Einfach unglaublich. Wenn Sie den Film Jurassic Park gesehen haben, dann das ist einfach wundervoll, wie sie ausgesehen. Ach ja, klar. Der Film brüllte ja auch im gesuchten Jahr durch die Kinos. Was ist das, was wir da sehen? Ich weiß ja gar nicht, wie das Spiel heißt. Weißt du, wie das heißt? Was ist das denn, was sich da bewegt? Ist das ein Dinosaurier? Das ist ein Drache. Na klar ist das ein Drache, du Doof. Erwachsene stehen nicht auf Dinosaurier und Drachen. Sie spielen lieber so eine Art Monopoly für Bildungsbürger. Bei Modern Art wird mit Kunst gehandelt. Entschuldigung, darf ich Sie mal kurz stören? Klar. Was sind Sie eigentlich gerade, ein Kunsthändler oder was? Ich bin Kunsthändler und Auktionator, beides. Kommt hin. Allein für den Pullover würde man heute Unsummen hinblättern. Trend bei Spätpubertierenden sind Fantasy-Spiele. Dabei verkleiden sich die jungen Menschen als Monster, Magier und Mätressen und hauen sich mit überdimensionalem Spielzeug gegenseitig den Schädel ein. Ich bin ein Magier. Bin Jäger. Und ich bin die Sprecherin. Auf jeden Fall leben die Fantasy-Spieler einen modischen Trend aus, den unsere Kelly Family im ganz normalen Alltag vorgelebt hat. Völliger Blödsinn. So sahen wir nie aus. Sowas würde ich niemals anziehen. Nee, niemals. Zurück zum Thema Spielen. Auch in unserem Jahr wurde ein Spiel des Jahres gekürt. Bluff. Ein Spiel mit Lügen und Betrügen. Ein Abbild des wahren Lebens. Die Würfel sind gefallen. Die Jury des Kritikerpreises Spiel des Jahres hat sich erstmals für ein Würfelspiel entschieden. Bluff von FX Schmidt macht seinem Namen alle Ehre, denn neben Risikobereitschaft und Entscheidungsfreude ist das Bluffen, also das Täuschen der Mitspieler, das A und O. Es gilt in erster Linie zu erraten, wie viele Würfel mit welcher Augenzahl sich unter den Bechern verstecken. Dabei sollte man ziemlich cool bleiben, um sein eigenes Blatt nicht zu verraten. Denn wer daneben liegt, muss Würfel lassen und nach füllt sich der Würfelfriedhof in der Mitte des Spielplanes. Sieger einer Spielrunde ist, wer zuletzt noch Würfel im Becher hat. 30. 30? 30. Du willst mir sagen, du hast 6 Fünfer geworfen? Ja. Ich glaub dir kein Wort. Hoch mit dem Becher. Bitte. Joey, du hast gemogelt. Nein, ich hab nicht gemogelt. Das ist die Wahrheit. Regie, bitte in die Zeitlupe. Ich wusste es, Joy. Okay, anderes Thema, das reicht. Wir hatten Motto des Jahres, wir hatten natürlich Tier des Jahres, Baum des Jahres. Es fehlt noch Song des Jahres. Jetzt bin ich gespannt, Angelo, was war dein Lied? Ja, vielleicht. What is love? Head away. Baby, don't hurt me, no more. Oder, warte mal, da gab es auch so ein Hope. Hope our deliverance.
hope of deliverance. Na, ich glaube nicht. Warte mal. Da war auch noch ein anderer Riesen-Mega-Hit. Go west, life is easy there. Go west, take your underwear. Okay, das reicht. Angelo, danke. Das reicht. Lass uns mal hören, was die Fans denken, gehört haben und singen. All what she wants is another baby. Down tomorrow, boy, all that she wants is another baby. Oh. Calling Mr. Vane, calling Mr. Rowe. I know what I want and I want it now. And I want you, calling Mr. Vane. Too much shit on the cover, now it's time for the blabber. Blabber, check your ass like Rudy and Riot. Hear me crowd, wicked crowd. Siehst du in meinem schönsten Träumen aus. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Oh, Arschloch! Ejo, das ist alles nur geklaut und gestohlen und gezogen und geraubt. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. And I say, hey, yeah, 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 hey. Hey, yeah, yeah. I say, hey. What's going on? Two. And I say, hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, yeah. I say, hey. Es war der Überraschungshit unseres Jahres. What's Up von den Four Non Blondes. Die ganze Welt sang mit und wunderte sich danach. Wie können so talentierte Frauen ein One-Hit-Wonder sein? One-Hit-Wonder sind sie gar nicht. Zwar löst sich die Band recht schnell nach ihrem Hit auf, aber Leadsängerin Linda Perry, die Dame mit Zylinder und Mopedbrille, bleibt Hitproduzentin. Als Komponistin schreibt sie unter anderem für Celine Dion, Pink, Christina Aguilera oder Gwen Stefani. Das war ganz klar der Hit des Jahres. Kenn ich nicht, ist egal, war auch unser letztes Thema. Wissen Sie jetzt, um welchen Jahr es sich handelt? Hä? Ein Hund? Wo? Keine Ahnung. Irgendwo ein Hund. Angelo, Joey, hier. Der Hund spricht. Sprichst du uns, großer Hund? Was willst du uns sagen? Ihr habt ein Thema vergessen. Madam, bist du es etwa? Ich glaube, ich sollte dich mal rasieren. Was haben wir denn vergessen? Na, das wichtigste Thema überhaupt, die Hundesteuererhöhung in Köln. Hey, Angelo, ich glaube, die sabbert auch. Also, wenn hier jemand sabbert, dann wohl du. How much is that dog in the window? Es war im gesuchten Jahr die Horrormeldung schlechthin. Die Stadt Köln erhöht mal eben die Hundesteuer um satte 40%. How much is that dog in the window? Damit schafft die Domstadt, was ihr im Fußball für immer verwehrt bleiben wird. Sie setzt sich mit großem Vorsprung an die Spitze. Erster Hund 276 Öcken, jeder weitere 336. Ich finde es ungerechtfertigt von der Stadt Köln, die Hundesteuer zu erhöhen. Zumal ich für diesen kleinen Tackle jetzt demnächst mehr bezahlen muss als für mein Auto an Steuern. Die Steuer ist im Laufe der Jahre so erhöht worden, dass es nicht mehr tragbar ist. Die Absicht der städtischen Hundebesitzerfeinde ist klar. Sie wollen die Anzahl der pelzigen Freunde drastisch reduzieren. Wir glauben, dass Großstädte nicht geeignet sind, Hundebesitzer in ausufernder Zahl zu beherbergen. Das liegt einfach daran, dass die Freiflächen für den Auslauf der Hunde nicht in ausreichender Zahl vorhanden sind. Und wir glauben, dass durch diese Maßnahme wir zu einer natürlichen Begrenzung kommen werden. Super Idee, insbesondere weil es nur ärmere Kölner wirklich trifft. Der Anwaltsgattin mit Luxustöne geht die Steuererhöhung am Hundepopo vorbei.
Schlimme macht. Was passiert eigentlich, wenn man sich den Hund gar nicht mehr leisten kann? Seit Anfang des Jahres haben wir aufgrund der angekündigten Steuererhöhung viele Anrufe von Patienten und Tierhaltern, die sich überlegen und ihre Tiere einschläfern lassen wollen. Wir sind in einer Zwickmühle, wir dürfen es nicht und wir möchten auch die Tiere am Leben erhalten. Schön ist das alles nicht, aber das Ende ist es auch noch nicht. Tatsächlich war das damals nicht das Ende. Ganz im Gegenteil. Ganz viele Hundebesitzer schlossen sich einer großen Bürgerinitiative zusammen. Und noch viel besser, sie organisierten eine Hundedemo. Im Vorhof der Hundehölle bzw. im Schatten des Kölner Rathaus versammeln sich Dutzende Kandidaten. An ihren Leinen zornige Hundehalter. Raus aus eurem Bunker! Ein Feuer, euch Ratsherren! Die ihr Hunde lieben, was müssen Sie denn jetzt für Ihren Pfiffi hier bezahlen? Ich habe 6 Stück. Ich muss für jeden Hund 396 Mark bezahlen. Es war als Hundezucht angemeldet und die Hundezucht ist gestrichen worden. Jetzt muss ich für jeden Hund 396 Mark bezahlen. Erstmals in der Geschichte Kölns ziehen menschlich-tierische Protestgespanne durch die Stadt. Zornig, knurrend und skandierend. Übrigens, im Jahr der Hundesteuererhöhung gab es 28.000 Hunde in Köln. Heute sind es 39.000. Kommt heraus aus euren Bunkern! Hundesteuer runter! Wenn es mehr Hunde gibt, dann scheint die Demo tatsächlich ein Erfolg gewesen zu sein. Wie man's nimmt. Ich meine, damals in unserem gesuchten Jahr betrug die Hundesteuer 276 Mark. Und heute beträgt sie 156 Euro. Und trotzdem ist die Steuer für einen Wagen meistens weniger als für einen Hund. Ja, aber Autos machen keinen Hundedreck. Richtig, Joey. Hundedreck machen Autos eher weniger. Aber ein guter Tipp für die Kölner. Wenn ihr euch einen Hund vom Tierheim holt, wird euch für das erste Jahr die Hundesteuer erlassen. Das ist doch super, oder? Ja, das war's von uns beiden für dieses Jahr. Also für das Jahr, was wir heute suchen. Danke, Meltem. Danke, Hund. Chino. Gesundheit. Oh, Mensch, Joey, der Hund heißt Chino. Okay, danke, Chino. Haben Sie das richtige Jahr erraten? Und nicht gegoogelt? Dann machen Sie doch ein Selfie-Video und erzählen uns Ihre persönliche Geschichte zu diesem Jahr. Und schicken Sie es hierhin. Und das coolste Video davon werden wir dann belohnen mit einem ganz persönlichen Kelly-Geschenk. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Bye-bye. Dann machen wir doch lieber mit Musik weiter. One, two, one. So goodbye. Joy, when are you coming? He's like, what are you sleeping? Joy's like. Nein, wir haben extra unsere Reporterin hingeschickt. Nicht geringes als Meltan Hunter an diesem mysteriösen Ort. Halt, alles zu checken, gucken, wer da rumläuft. Was für einen unfassbaren, wunderschönen Jahr. Und welches Jahr das ist, das wissen wir nicht, aber für mich gefühlt war das wie ein sonnigen Sonntagmorgen. Wir wissen es doch, Joy. Okay.